Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem zweiten Teil über die neue Glas-Reihe von Steamcrave. Letzte Woche habe ich euch ja den Glas RTA V2 vorgestellt und heute soll es mal um den neuen Tröpfler gehen. Und wie hätte es anders sein können? Die Rede ist natürlich vom Glas RDSA in der Version 1.1. Und wir schauen uns heute mal an, wie er geliefert worden ist. Wir wickeln das Ganze und dampfen es im Anschluss auch nochmal. Außerdem besprechen wir Vor- und Nachteile und ich habe heute sogar ein richtig cooles Outtake für euch. Frei nach dem Motto, wer in einem Steinhaus sitzt, sollte nicht mit Gläsern werfen. Und das alles seht ihr natürlich wie immer in diesem Video. Und wie immer schauen wir uns zunächst einmal die Verpackung des Ganzen an. Der Glas RDSA wird euch in einer schwarzen Pappschachtel geliefert, wo wir auf der Vorderseite nochmal den Verdampfer in Skizze aufgedruckt haben. Auf den Seiten haben wir nochmal Steamcrave stehen und auf der Rückseite befinden sich noch ein paar Highlights sowie ein Scratch- und Checkcode. Des Weiteren habe ich hier noch so einen unspektakulären Pappwürfel geliefert bekommen. Und als kleiner Hinweis zur Verpackung, dies ist kein Sample Packaging. Die ersten 2000 Stück wurden so ausgeliefert, an der Verpackung wird sich aber definitiv noch was ändern. Und wenn wir das Ganze mal aufziehen, um reinzuschauen, dann finden wir im Inneren eine kleine Gebrauchsanleitung in Englisch, einen kleinen Steamcrave Aufkleber, das übliche orangene Multitool, ein umfangreiches Zubehörtütchen mit sämtlichen Dichtungsringen, einem zusätzlichen Isolator, sämtlichen Madenschrauben für das Wickeldeck, einen Squonker-Pin und einer seriellen Brücke, eine Ersatz-Topcap aus Glas, zwei Silikonsleeves, die wir über das Mundstück vom Topcap rüberstülpen können, falls uns das Glas an den Lippen nicht gefällt oder die Topcap etwas zu warm wird. In dem kleinen Pappwürfel war dann dieses Edelstahl-Topcap, das wir dann zusätzlich noch für den Glas RDSA benutzen können. Und natürlich unseren Verdampfer selbst, der auf den ersten Blick erstmal so aussieht. In der Glasvariante hat der Verdampfer eine Höhe von etwa 33 und einen Durchmesser von 30. Wir haben hier keine zusätzliche Aufnahme für einen Drip-Tip. Wir haben eine stufenlos regulierbare Bottom-Airflow-Control mit Anschlag, ein Pluspol bzw. Squonker-Pin, der weit genug raussteht, um ihn auch mechanisch nutzen zu können. Und in der Edelstahl-Variante haben wir eine Höhe von etwa 36,5, ein gut sitzendes 8/10er Drip-Tip, welches selbst nochmal durch zwei O-Ringe gedichtet wird, wird aber auch nochmal innerhalb des Verdampfers durch einen O-Ring gedichtet. Und in dieser Variante haben wir noch eine große Side-Airflow, die wir stufenlos und ohne Anschlag verstellen können. Und da diese Topcap hier drei Airflow-Einlässe hat, haben wir nicht nur die Möglichkeit, die Coils von beiden Seiten anzustrahlen. Wir können das Ganze auch so hindrehen, dass die Coil nur von einer Seite angeströmt wird. Da ich auf die Glas-Topcap ja nun nicht weiter eingehen muss, weil dies einfach nur eine gut verarbeitete Topcap aus Glas ist, befassen wir uns erstmal mit dem Wickeldeck und das sieht aus der Nähe betrachtet erst einmal so aus. Wir haben ein Postless-Deck zur Aufnahme einer Dual-Coil-Wicklung oder wahlweise einer größeren Single-Coil-Wicklung. Dann haben wir unsere Luftkanäle, die die Luft von schräg unten an die Coils weiterleitet. Und wir haben eine Liquidwanne von etwa 4 mm Tiefe. Die Aufnahmen in der Mitte sind meiner Meinung nach übrigens nicht dazu geeignet, hier noch eine zusätzliche dritte Coil einzubauen. Denn wenn hier schon eine Coil vorsitzt und dort schon eine Coil vorsitzt, würde die dritte Coil hier nicht mehr ausreichend mit Luft versorgt werden. Hier würde ich dann ausschließlich eine große Single Coil einbauen. Oder das Ganze für die mitgelieferte serielle Brücke nutzen. Diese ist dann von den unteren Polen getrennt, sodass die Brücke an sich keinen Strom fördert. Und so könntet ihr dann ebenfalls hier eine Dual-Coil-Wicklung einbauen. Das eine Beinchen wäre dann in dem Fall hier, das andere Beinchen in der Brücke und auf der anderen Seite gegenüberliegend. Und so würdet ihr den Widerstand nicht halbieren, sondern verdoppeln, da diese Brücke aus zwei Coils praktisch eine große macht. Da das für mich aber persönlich hauptsächlich fürs mechanische Stacking interessant wäre, entferne ich hier die Brücke wieder und wickel den Verdampfer wie gewohnt mit meinen 3 mm NE90 Coils von der Oilbait. Hierfür spendiere ich den beiden Kumpels dann noch eine zusätzliche Windung, um die Coilbreite zu verlängern, kürze beide Beinchen dann gleichmäßig auf 5 mm. Dann space ich mir die Coils hier noch ein bisschen, weil ich einfach Platz genug im Wickeldeck habe und schraube die beiden Freunde einfach schon mal in das Wickeldeck ein. Anschließend das Ganze noch mit der Wickelhilfe ein bisschen ausrichten und in Position bringen. Und anschließend sollte das dann in etwa so aussehen. Ich würde hier wirklich darauf achten, dass die Coils hier gerade von Post zu Post zeigen und schön vom Luftstrom der seitlichen Bottom Airflow Control erfasst werden können. Denn wenn ihr euch dafür entscheiden solltet, im laufenden Betrieb
Prinzip nicht nur dieses Glas-Topcap zu verwenden, sondern ihr kommt auf die Idee, auch mal das Edelstahl-Topcap draufzusetzen, dann sind die Coils schon ausreichend gut positioniert. Denn dieses Edelstahl-Topcap hat ja im Inneren nochmal einen kleinen Einsatz, der die Verdampferkammer dann nochmals verringert. Hier im Übrigen könnt ihr die seitliche Airflow der Edelstahl-Topcap nochmal schön sehen. Und da sich das Ganze ja hier verjüngt, seid ihr auf der sicheren Seite und die Coils stoßen nirgendwo an. Jetzt kann ich das Ganze auch schon ausglühen und ausstreichen, um eventuelle Hotspots zu beseitigen. Bei Space Coils solltet ihr damit aber eigentlich keine Probleme haben. Und sobald die Coils dann gleichmäßig von innen nach außen und ohne Hotspots aufglühen, schnappe ich mir hier einfach was von meiner Shoelace Cotton und kürze die Watte einfach schon mal gleichmäßig ein. Anschließend die Schnittkanten noch ein bisschen auflockern und schon kann ich mir die Watte greifen und sie in die Liquidwanne legen. Am Ende sollte das dann in etwa so aussehen, dass wir die Watte wie immer in einem leichten Bogen runterlegen und sie an den Coilenden nicht abknicken, dass hier keine Watte in die Airflow reinragt, damit der Verdampfer nicht das Siffen anfängt, dass die Watte hier schön ausgefüllt, aber dennoch fluffig in der Liquidwanne sitzt und dass die Watte hier nicht über die Base rüberragt. Jetzt kann ich meine Wicklung auch schon mit Liquid befeuchten und ab und an dabei mal den Feuertaster drücken, dass das Liquid leichter aufgenommen werden kann. Und sobald das Ganze ordentlich dampft, wenn ich es befeuere, könnte ich mich wahlweise für die Edelstahl-Topcap entscheiden, dann würde das Ganze so aussehen. Oder ich entscheide mich für die Glas-Topcap, die mir persönlich besser gefällt. Das Ganze würde dann nämlich so aussehen und gelandet bin ich bei einem Widerstand von 0,2 Ohm. Und schon wäre diese Kombi bereit zum Dampftest und zum Fazit. Und da sind wir auch schon wieder zurück zum großen Dampftest und zum Fazit vom Glas RDSA in der Version 1.1 von Steamcrave. Und ich würde sagen, bevor wir lange quatschen, dampfen wir das Ganze zuerst einmal. Jo, Wolken machen kann er ordentlich. Er ist wirklich für große Coils, für extreme Power und ordentlich Geschmack konzipiert. Kann ich gar nicht anders sagen. Das Ding ist einfach irgendwo heftig. Gefällt mir soweit ganz gut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, er hat ein paar Nachteile. Er wird extrem schnell warm. Die Glaskuppel, die wird extrem schnell heiß. Wenn du den wirklich mit ordentlich Power befeuerst und ein paar Mal schneller hintereinander dran ziehst, wird dieses Mundstück extrem warm und dafür habt ihr nun mal beigelegt dieses Silikonsleeve. Das müsst ihr euch hier so ein bisschen rüberstülpen. Dann sieht das Ganze so aus und das verhindert so ein bisschen die Hitzeübertragung. Liegt auch angenehm in den Lippen und was soll ich sagen, so gefällt er mir relativ gut. Ohne dieses Teil kann ich den bei 120 Watt nicht dauerhaft dampfen. Und du kannst nur mal große Coils einbauen und ich baue gerne große Coils ein. Und wer sich das genauso vorstellt, sage ich jetzt einfach mal so, der muss auch damit rechnen, dass das Ding wirklich ein bisschen warm wird. Und dann würde ich hier präventiv wirklich dieses Silikonsleeve hier installieren. Er wird ein bisschen laut, wenn man jetzt daran zieht. Ist er ein bisschen auf der lauten Seite unterwegs. Wenn ich die Airflow jetzt ein bisschen verringere, ist es ein bisschen humaner, aber ansonsten relativ laut. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich bin so ein bisschen gnaddelig auf das Teil, Jungs. Ganz ehrlich, ne? Mir ist gerade ein Glas kaputt gegangen. Ich bin echt ein bisschen geladen, weil ich wollte euch gerade begrüßen. Deswegen ist das hier auch noch ein bisschen so vernebelt. Ich drehe das Ganze jetzt tatsächlich schon zum zweiten Mal. Wollt euch begrüßen. Herzlich willkommen zum Fazit, bla. Und in dem Moment klitscht mir das Glas weg von diesem Tröpfler, weil diese Topcap halt wirklich extrem locker ist. Ist echt ätzend, weil das Glas gefällt mir sehr gut. Und jetzt habe ich nur noch eins davon. Egal, das zeige ich euch mal im Outro. Im Outtake, genau. Ja, bauen wir mal einfach mal hier diese Edelstahl-Topcap ein. Die ist auch sehr nice, würde ich sagen. Die hat ja hier innen drinne diesen Einsatz. Da müsst ihr darauf achten, dass diese Nasen hier in die Nasen von den Posts hier passen, sonst geht das Ganze schief. Dafür ist es immer wichtig, dass die Coils auch gut positioniert sind, wenn ihr das ab und an mal tauschen wollt. Ansonsten würde ich die Coils so ein bisschen weiter nach außen legen, aber wenn ihr darauf dieses Dings hier bauen wollt, hier dieses Edelstahl-Topcap, dann solltet ihr die Coils schön mittig positionieren, sonst passt es nicht. Zu der Airflow kann ich sagen, sie lässt sich sehr gut einstellen, allerdings finde ich es schade, dass sie keinen Anschlag hat, so muss man die
Sachen immer irgendwie suchen und man weiß nicht so recht, dadurch, dass das drei Schlitze sind, bin ich jetzt dual, bin ich jetzt Single, und man muss wirklich immer so ein bisschen gucken. Ansonsten liefert dieses Edelstahl-Topcap wirklich auch einen sehr guten Geschmack, und die Coils werden halt nochmal extrem mit Luft versorgt. Da kann ich durchatmen. Da kann ich wirklich durchatmen. Das ist Open Draw. Diese Single-Coil-Option, die ergibt für mich eigentlich gar keinen Sinn. Warum will ich hier die Coils von einer Seite anströmen? Ergibt für mich nur einen Sinn, wenn ich da auch nur eine Single-Coil einsetze. Dann muss ich aber die untere Airflow komplett zumachen, weil die untere Airflow regelt standardmäßig beide Bottom-Airflows. Das heißt, so würde meine Single-Coil dann trotzdem noch von zwei Seiten angestrahlt werden. Und um die Coil nur von einer Seite anstrahlen zu können, müsst ihr diese untere Airflow einfach komplett zumachen. Dann ist der Geschmack sehr gut. Das Ganze wird ein bisschen restriktiv, ist klar. Geschmack ist aber sehr gut. Was mir allerdings auch nicht gefällt, ist, du kannst diese Topcap nicht komplett luftdicht verschließen. Wenn ich jetzt hier diese Dual Airflow, scheißegal, auch wenn es die Single Airflow ist, komplett zumache, so dass hier wirklich keine Luft mehr durchkommt, habe ich in der Single-Öffnung einen Spalt Luft. Ist offen. Ich kann sie nicht komplett verschließen. Wenn ich die Single Airflow komplett zumache, habe ich die Dual Airflow immer einen Spalt offen. Das heißt, ganz egal wie ihr das dreht, ein kleiner Spalt ist einfach offen. Ärgert mich so ein bisschen, weil ich hätte das gerne gehabt, dass ich die Stahl-Top-Cap hier draufsetzen kann, ersatzweise zu dem Glas, um das auch gut outdoor nutzen zu können. Und dann will ich hier auch keine Luft haben, die von der Seite kommt. Geht leider nicht. Ist jetzt nicht so gravierend, dass mich das jetzt extrem stört. Dann kann ich ja immer noch, sage ich mal, die Bottom-Airflow so ein bisschen verstellen. Dann habe ich auch den Zugwiderstand, den ich haben will. Aber das Grundprinzip finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Und da sehe ich jetzt persönlich keinen Sinn drin. Geschmacksmäßig wirklich einwandfrei. Die Glas-Topcap gefällt mir allerdings besser. Umso ärgerlicher ist es, dass mir da gerade eine von kaputt gegangen ist. Einfach so. Einfach weggeklitscht. Kann man nicht mehr ändern. Das Drip-Tip ist natürlich hier auf dieser Glas-Top-Cap. Das Drip-Tip kann man nicht austauschen, kannst du nur dieses Silikonsleeve verwenden. Das Drip-Tip auf der Edelstahl-Top-Cap ist sehr gut gemacht. Das hält wirklich sehr fest. Du kriegst auch so gut wie jedes andere Drip-Tip hier drauf. Ob nun mit Ohrringen, ob nun dünne oder dicke Ohrringe, ob ohne Ohrringe. Da habe ich wirklich keine Probleme mit gehabt im Vergleich zu dem hier. Aber dieser hier ist absolut mein Favorit, wenn ich diese beiden Verdampfer miteinander vergleiche. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Das Glas hat eine Wandstärke von 1,5 mm. RDSA heißt Rebuildable Dripping Squonk Atomizer. Eigentlich nichts anderes als ein Tröpfler mit Squonker-Pin. Funktioniert alles auch soweit ganz gut. Bis auf, dass ich keinen Squonker habe, der diese Größe aufnehmen kann. 30 mm ist halt schon ein bisschen groß. Sollte man sich darüber im Klaren sein. Ansonsten, eigentlich gefällt er mir sehr gut, aber er hat halt auch viele Nachteile, und das wollte ich euch einfach nicht verschweigen. Das wäre irgendwie kacke gewesen, wenn ich das Ding jetzt in den Himmel loben würde. Er gefällt mir, ich mag ihn, aber man muss halt auch mit Abstrichen leben können. Wer sich den Glas RTA V2, diesen hier nochmal anschauen wollte, den verlinke ich euch hier oben nochmal. Oben rechts in der Ecke, ich bin wirklich gerade ein bisschen durch den Wind. Ansonsten würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Lass mir auch gerne mal ein Abo da. Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, wäre das besonders cool. Und bis dahin verbleibe ich wie immer mit allzeit gut Dampf und eine schöne Zeit. Und da sind wir. Einer ist immer der Loser. Einer muss immer verlieren. Ups.